Sehr gut. So, wieder Ordnung machen und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. So, also was brauchen wir denn jetzt alles nicht mehr? Das wollten wir verfeuern und das wollten wir verfeuern. Weil das sieht irgendwie blöd aus. Ja, Sand haben wir jetzt so übrig. Den packe ich mal nach oben. Der ist jetzt unzweckmäßig. Den brauchen wir jetzt nicht. Und hier, was brauchen wir noch nicht? Glas brauchen wir momentan nicht. Können wir auch hier nach oben packen. Da haben wir jetzt die drei übrig. Ein Eisenschwert sollte man dabei haben. Fackeln haben wir 30. Sollte erstmal ausreichen. Steinspitzhacke haben wir hier noch eine. Und einmal die Steinhacke. Nee, Steinspitzhacke. Oh, ist das gleiche? Entschuldigung. Beil und Schaufel. Gut, dann nehmen wir die Schaufel noch mit runter. Beil können wir auch mit runternehmen, falls wir mal Holz holen wollen. Die Steinhacke, so, die brauche ich jetzt nicht. Die ist für den Ackerboden. Die packe ich jetzt erstmal hier mit dazu. Dann haben wir das auch erledigt. So, und dann nehme ich mir mal Zuckerrohr noch mit. Weil das können wir jetzt auch gleich mal eben anpflanzen. Das ist einfach. Da brauche ich jetzt erstmal keinen speziellen Ackerboden für. Da reicht aus, dass da irgendwo da, wo Sand steht oder so, ich guck mal lieber aus der Tür nicht, dass da einer kommt. Zu dem Kessel. So, nämlich hier zum Beispiel, wunderbar, macht sich das hier für Zuckerrohr sehr schön. Da kann ich hier nämlich den hier mal so anpflanzen. Der wächst automatisch, da muss man jetzt nichts machen und das Ergebnis wird dann sein Zucker oder Papier. Gucken, wie das jetzt aussieht mit der ersten Etage. Ja, sieht aus ein bisschen wie so ein Kubus, ne? Wie so ein Würfel. Ist ja klar, durch dieses ja, flache Dach halt, ne? Deswegen sieht es immer so ein bisschen kastenförmig, bunkermäßig aus. Ist aber nicht weiter dramatisch, denke ich. Hat ja auch so seinen Charme auch. Ja, das werden wir hier abtragen, den ganzen Kram. Cool. So. Was macht denn unser Weizen? Der wächst da so lustig vor sich hin. Ja, und dann brauche ich mir aber irgendwas Gedanken machen, um was zu futtern. Ich werde mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Das sieht doch da ganz gut aus hier. Das eigentlich alles hier. Mal aufräumen hier. So. Alles aufräumen. Manchmal ruckelt das Bild ein bisschen. So, hier auch noch. Zack. Ja, wunderbar. So. Ja. So. Weil da kommen nämlich hier diese weißen Körner raus und die können wir dann natürlich verwenden, um wieder neue Sachen anzupflanzen. Beziehungsweise das Produkt ist ja sowohl einmal der Weizenballen, aus dem man Brot machen kann, und dann einmal hier diese Körner, die ich jetzt hier aufsammle. Das ist dann die neue Aussaat quasi. Das ist ganz praktisch. Und die verbirgt sich hier in diesen Gräsern oder Gräserpollen. Und einfach nur über die Wiese gehen hier und wie hier Rasenmäher. Hier siehst du das auch noch eins. Wunderbar. Dann können wir die nämlich alle dann gemütlich anpflanzen. So. Machen wir den hier noch weg. So, systematisch. Cool. Neun Stück, na gut, die Ausbeute ist jetzt nicht sehr ergiebig. So. 13. Gut, da haben wir 13.
Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Jagd, weil noch haben wir, ja, Kühe müsste man sich dann auch, also wenn wir Weizen haben, kann ich ja Kühe holen, genau, so war das. Ach, ist das anstrengend hier mit Minecraft hier. Wie war das? Rennen. Schneller rennen ist doppelt W, ne, glaube ich. So, wo sind denn hier mal Kühe hier? So, wir haben hier alle Kühe schon abgeschlachtet, oder wie? Soll mal irgendwo eine Kuh sein? Oder ein Schwein? Huhu. Oh. Ja, tut mir leid. Aber ich brauchte was zu essen. Arme Schwein, aber naja. So ist das nun mal, wenn man das macht. Haben wir da wenigstens ein bisschen was gekriegt. Na, ist das auch gut. So, auf dem Rückweg nehmen wir mal noch ein bisschen Samenkörner mit. So, geil. Schön die Samen mitnehmen. Eieiei. Bin ja hier der menschliche Rasenmäher hier. Jawohl, so muss das sein. Zack. Wuff. Wow. Alles Weizenkörner. So, und rauf damit aufs Feld. Zack. Geil. Geil, geil, geil. So. Jawohl. Ja, wie ihr seht, das funktioniert ja, dieses System. Also ich glaube, mit 5 wäre es nicht gegangen, dass man jetzt hier so eine Fünferreihe gemacht hätte. Das heißt also, die 4 sind tatsächlich schon erforderlich gewesen. Und sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Fällt jetzt nicht so auf, finde ich. Also das ist cool. Finde ich gut. Ja. So. Hier werde ich mal noch einen Weg ziehen, denke ich mal. Das mache ich aus Bruchstein. Da haben wir jetzt ja eh noch genug übrig. Deswegen. So. Machen wir hier nämlich einen schönen kleinen Weg noch. Dass man hier auch so ein bisschen runter kann. Da setze ich dann eine Stufe hin. Ups. Zack. Ach nee, da brauche ich ja gar keine Stufe. Da kommt die Stufe ja dahin und hier hin, ne? Oder? Ach Mensch, ich weiß das doch mal nicht. Scheiße hier. So. So. Ja, dann lassen. Was war das denn? Schießt hier einer auf mich? Wer schießt hier auf mich? Kommen Sie her! Ach, mein Magen schießt auf mich. Ach je, da muss ich jetzt auch noch was essen. Ah, das ist also eine Aufregung hier. Was habe ich denn zu essen? Kohle. Ja, Schweinerippen. Ach Mensch, keine Panik, keine Panik. Was kann ich essen? Ich habe ja gar nichts zu essen. Habe ich denn noch ein bisschen Zeit? Wir haben Kohle und wir haben die Rippen. Das müsste doch gehen. Ach du liebe Güte. Verliere ich schon Energie hier? Ach! So, da haben wir doch schon die erste Rippe. Zack, was ist denn das hier überhaupt? Kotelett. Gebratenes Schweinefleisch. Ja, ist ja richtig gesund. So, dann pass auf, dann machen wir das jetzt hier und dann. So, wäre Nummer 1. Einen großen Appetit. Na, bald haben wir Brot, dann haben wir das Problem nicht mehr. So. Und dann kommen gleich nochmal reinhauen hier. Bon Appetito. So, ist jetzt aber ja voll bei Kräften. Mir wird ja auch gerade Nacht, das war so gerade ein richtig geiles Abendbrot. Ich brate die mal noch durch, dann hat man das für nächste Mal gleich da. Was ist denn das hier für eine Unordnung hier schon wieder drin? Oh. Meine Fresse, nee. Aufregend. So, da ist jetzt erstmal mein Fleisch. Sehr schön. Packen wir dann hier nämlich dazu. So, erstmal ein Blümchen zu Blümchen.
Aussaatkörner brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, da sind wir ja fertig geworden. Packen wir mal damit rein. So, hier ist unser lecker Fleisch. Das packe ich doch mal hier erstmal hin. Zu Wertanlagen. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Sand. Sand kommt zu Sand. Erde zu Erde. Wunderbar. Ja, und das hier ist, was ist das hier? Eicheholz. Das werden wir mal. Wir haben nämlich keine. Ich wollte ja mal probieren, wie man hier Kohle herstellt. Was passiert denn, wenn ich das da reinpacke? Was kommt denn dann dabei raus? Dann müsste doch eigentlich. Ist damit eigentlich was gewonnen? Holzkohle kommt dann raus. Okay. Ja, Moment, das wäre aber unklug, weil dann nehme ich doch mal lieber die Birke. Genau, weil die Birke will ich gar nicht haben. Also ich kann ja alles, was brennt im Prinzip, kann ich da reinkloppen. So, und das machen wir dann auch mal. Dann haben wir nämlich Holzkohle dann generiert. Das ist mir dann ein bisschen lieber als. Genau. So, dann machen wir jetzt erstmal hier diese Schild. Das brauche ich auch erstmal nicht. Wo war das Schild? Hier. Zack. So. Kohle, die packen wir dann uns hier hin. Eichenholzbretter. Ja, Holz braucht man immer, ist wichtig. So, hier die 15 mal Bruchstein. Die brauchen wir nicht. Können wir hier mit reinpacken. So, und dann wollte ich irgendwas vernichten. Hier die Holzaxt. Na gut, die können wir noch abrodeln. Das ist nicht weiter dramatisch. Steinschaufel brauchen wir. Steinspitzhacke brauchen wir. Fackeln brauchen wir. Steinspitzhacke. Holzaxt, da haben wir zwei voll, okay. Und die Holzspitzhacke, ja, die ist kacke, die können wir mal eben verbrennen. Steinschwert und Eisenschwert, okay. Also nur noch die Holzspitzhacke, die können wir abfackeln und daraus Holzkohle machen. Wo ist denn unsere Holzkohle? Da haben wir jetzt nämlich 6 Stück erwirtschaftet. So, und geht das auch umgekehrt, dass ich jetzt sage, ich möchte das jetzt hier umwandeln? Nee, ach, das geht nicht. Okay. Das würde gehen. Nee, das geht auch nicht. Ach so, also das geht nur mit rohem Holz. Ist auch interessant. Hochinteressant. Gut. Dann sind wir da jetzt schlauer. Dann lasse ich das auch gleich da im Ofen drin. Und in dem oberen Ofen packe ich meine Holzspitzhacke unten rein, weil die müsste theoretisch auch brennen. Aufregend. So, jetzt gehe ich erstmal pennen. Oh, einfach eine Runde schlafen hier. Wunderbar, guten Morgen. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt. Ja, was passiert denn jetzt hier? Jetzt gehen wir mal eine Runde nach oben. Gucken wir mal, was da los ist. Ja, auch ein bisschen betrübte Morgenstimmung. Oh, geil, das Panoramafenster. Das ist aber auch wirklich. Ja, wenn man von hier so guckt. Wow. Ja, das ist doch cool. Nee, mag ich. Finde ich cool. So, wir müssen jetzt mal einen Plan machen, was wir hier machen wollen. Irgendwie sind wir hier völlig durcheinander und rennen hier konzeptlos durch die Gegend. Ich habe ein Bett, ich habe eine Truhe, ich habe das, ich habe das. Was ich brauche sind, ich brauche, um neue Felder anzubauen, brauche ich neues Material. Ja, das heißt, ich muss jetzt irgendwo was holen gehen. Da unten wächst Zuckerrohr für Zucker. Zum Beispiel Melonen oder Kürbisse. Leute, soll ich euch was sagen? Mich packt schon wieder die Abenteuerlust. Genau, das machen wir jetzt. Der Tag hat gerade angefangen. Ich hole mir jetzt notfalls mal was noch zu futtern. Das nehme ich mir mal mit. Nehme ich das hier. Und was brauche ich noch? Theoretisch nehme ich mal noch das mit. Das sollte genügen. Oh, vielleicht nehme ich sogar noch Knochen mit. Ja, okay. Voll ausgerüstet. Was ist denn das hier eigentlich auf dem Holzschwert? Ich gehe auf Wanderschaft. Müssen wir mal merken, in welche Richtung geht. Ups, in welche Richtung es geht. Es geht quasi jetzt immer in diese Richtung. Da werden wir jetzt lang gehen. Mal gucken, was da so ist. Bin ich mal gespannt.
Mich packt ja gerne mal bei Minecraft die Abenteuerlust, dass ich einfach Bock habe, so richtig klassisch Survival zu machen. Quasi wie in der ersten Nacht, die man bei Minecraft verbringen muss, irgendwo in einer Erdhöhle und man läuft und läuft immer einfach in eine Richtung. Und das finde ich schon eine coole Sache. So, da ist das Haus, alles klar. Und das finde ich richtig interessant, also. Und das macht auch Spaß. Weil ich wüsste jetzt eh nicht, was ich da machen sollte. Deswegen machen wir einfach mal hier. Mal ein bisschen wandern. Mal gucken, was wir so erleben für Abenteuer. Und was hier noch für Biome sind. Hallo Tintenfische! Na, was macht ihr da unten? Ihr tummelt euch ja richtig. Huh? Wie geht's? Wie steht's? Saluti! Oppolipo! Molto bene. So.